Die FDP lehnt höhere Strafen bei Mietwucher ab. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat in einer Kabinettsvorlage erklärt, dass es Bedenken gebe, wie die Bild-Zeitung berichtet. Damit droht die Initiative jetzt zu scheitern. Der Bundesrat hatte davor gefordert, besser gegen stark überhöhte Mieten vorzugehen und einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Vermieter sollen damit Bußgelder von bis zu 100.000 Euro aufgebrummt bekommen können, wenn die Mieten unangemessen teuer sind. Schwarze Schafe unter den Vermietern würden keinen Schutz verdienen, hat Bayerns Justizminister Georg Eisenreich im Interview mit der Bild-Zeitung gesagt. Der CSU-Politiker habe für die Blockade der Bundesregierung kein Verständnis. Offensichtlich nimmt Bundesjustizminister Marco Buschmann die Sorgen von Mieterinnen und Mietern nicht ernst, fügte Eisenreich hinzu. SPD und Grüne hatten Berichten zufolge dem Vorhaben zugestimmt.